noch Sumatra, Tobasee, Batakland. Der ehemals wichtige Handelsplatz holländischer Kolonialzeit hat viel von seiner Bedeutung verloren. Doch seine Bewohner sind mündig geworden. Sie leben in Frieden als Christen, inmitten einer heidnischen und mohammedanischen Umwelt. Pandita Beldin Saragi ist 29 Jahre alt. Er ist ein gebildeter Mann. Er hat studiert an der Universität. Theologie und Religionsgeschichte. Er spricht 4 Sprachen und kennt sich in den Naturwissenschaften aus. Er ist ein guter Lehrer. Mehr als ein Dutzend Dorfgemeinden hat er zu betreuen. Manche Dörfer liegen so weit, dass er sie nur ein- oder zweimal im Jahr aufsuchen kann. Begrüßung durch den Ältesten. Zu Ehren des Gastes werden Männer und Frauen seiner Gemeinde tanzen. Der Pandita weiß, dass es wichtig ist, ihnen zuzusehen und ihren Rhythmen zu lauschen, bevor er als Pfarrer seines Amtes walten kann. Er weiß, dass die Ältesten unter ihnen sich noch an die Zeit des Kannibalismus erinnern. Und er weiß, wie viel unseliger Aberglaube überwunden werden musste, bis diese Menschen die christliche Taufe empfingen. Sonntag, Kirchentag. Pandita Beldin Saragi wird eine gute Predigt halten. Anjana, Gorani Nabagal, Itukargabe Goran Gabe Marbalik, Gulumni Sada Sada Hala, Fasal Sisakius, Pakun Tuhan Jesus. In Nord-Sumatra leben heute 1 Million Christen unter 5 Millionen Andersgläubigen. Eine Minderheit, aber eine Gemeinde, die um ihren Auftrag weiß. Geht hin und mache zu Jüngern alle Völker.